Willkommen zurück zu einem neuen Video, Leute, und heute bauen wir die Dachluken ein. Wir haben einmal den Max-Fan eingebaut mit Hilfe eines Einbaurahmens. Dann haben wir ein Mikro-Häki eingebaut, auch mit Hilfe eines Einbaurahmens und der Installationskits mit Schrauben und so weiter. Aber wir verlinken euch alles unten in der Videobeschreibung. Ihr braucht gar nicht selber nachgucken, was ihr braucht. Oder schreibt uns einfach auf Instagram, dann schicken wir euch die Einkaufsliste zu. Und dann haben wir natürlich noch ein Mini-Häki eingebaut, wo wir dann quasi aus unserer Bed-Area, oh mein Gott, ballert die Sonne gerade, in die Sterne gucken können. Also Leute, wir haben uns jetzt überlegt, wir möchten ja diesen Max-Fan installieren, der die Luft raussaugt. Unsere Küche wird auf jeden Fall sich hier befinden, deswegen wollen wir den Max-Fan so weit rechts wie möglich halten. Und hier oben, Lara, film mal mich, haben wir hier schon so eine perfekte Plattform, die von oben auch ebenbürtig ist, zumindest auf dieser Seite. Es gibt immer noch diese Sicken, aber auf dieser Seite ist alles gerade und deswegen ist das Verbauen hier eigentlich sehr einfach. Man benötigt keinen Adapterrahmen. Der Max-Fan wird eigentlich nur hier passen oder hier. Es gibt keine andere Option. Wenn man den mittig setzt, wenn ich richtig liege, passt der von der Größe her nicht und man trifft eine dieser Sicken und hat das Problem, dass man dann anfangen muss zu experimentieren, damit das nicht undicht wird. Deswegen werden wir unseren auf jeden Fall komplett rechts bauen. Ich glaube, so groß ist der, 40x40. Zuerst müssen wir dafür den Holzrahmen herstellen. So, ich habe euch mal ganz genau die Maße aufgeschrieben für diesen Rahmen. Und zwar sind die 46,8 cm lang und dann die Zwischenstücke, diese sind 40 cm lang und nur 38 mm breit. Also ihr müsst auf jeden Fall 10 mm abtragen, also 1 cm. Und bei den anderen längeren Stücken müsst ihr gar nichts abtragen. Aus dieser langen Holzlatte haben wir jetzt 4 einzelne Stücke für einen Innenrahmen zusammengesägt. Die einzelnen Holzstücke haben wir dann mit Schleifvlies einfach abgeschliffen, damit die nicht ganz so rau sind. Und jetzt geht es daran, diese miteinander zu verkleben. Und dafür benutzen wir einfach unseren Allzweckkleber, der super stark ist, und hoffen, dass das Ganze dann hält. Geklebt haben wir den Rahmen mit dem Pack-Karosseriekleber, welcher auch ziemlich ein Alleskleber ist, denn hinten auf der Bedienungsanleitung steht drauf, dass der für Holz, Metall, aber auch alles benutzt werden kann. Und deswegen haben wir uns für diesen entschieden. So, wir haben auf jeden Fall hier unseren Rahmen fertig. Der ist jetzt geklebt, so sieht das Ganze aus. Und jetzt kann ich euch zeigen, warum wir hier diese 10 mm abtragen mussten. Weil, wenn wir uns das Ganze mal angucken, wir hätten nichts gemacht, dann würde der Rahmen hier einfach nicht reinpassen. Der ist zu dick. Falls ihr das hier vorne seht, hier sind diese Sicken, da passt das nicht rein. Aber wenn wir das mit den abgetragenen Seiten nehmen, dann passt er da genau rein. Und wenn wir den jetzt weiter nach rechts schieben, dann hört er auch genau mit der Sicke hier auf. Und hier drüben geht er ganz leicht über die Sicke, aber das ist okay. Und so liegt er dann quasi genau gerade in dieser Fläche auf. Und dann können wir problemlos den Rahmen anbringen. Als nächstes werden die Bohrlöcher eingezeichnet, nämlich genau 4,5 mm vom Rand entfernt. Als nächstes bohren wir mit einem 4 mm Durchschnittsbohraufsatz die Bohrlöcher vor. Erst im Auge. Oh, erst ins Auge bekommen, trotz Schutzbrille. Jetzt nehmen wir einen 9 mm Aufsatz und bohren damit die Löcher nach. Weil Marc jetzt gleich mit der Stichsäge von oben in den Van reinsägen wird, wird hier ganz viel Sägespäne entstehen und die wollen wir natürlich nicht irgendwie in den Holmen oder in sonst welchen Ritzen hier drin haben. Deswegen werden wir eine Vorrichtung bauen, nämlich einfach mit so einem Plastiksack, der dann im Endeffekt die ganze Sägespäne auffangen wird, zumindest im besten Fall, damit das hier drin einfach alles ordentlich bleibt. Und die bringe ich jetzt auf jeden Fall erstmal an. Währenddessen hat Marc von oben den Rahmen eingezeichnet, dann mit Kreppband abgeklebt, damit wir keine Macken im Lack bekommen und danach alles mit der Stichsäge ausgeschnitten. Immer schön das Blech fixieren, weil wenn ihr dann einmal rum seid und es nicht fixiert habt mit Panzerband oder so, dann fällt es euch runter in den Sack und dann fällt der Sack runter mit all den Sägesperren. Das ist so laut, ich krieg Tinnitus. Ich hab Tinnitus jetzt gerade. Und da haben wir das nächste Stück Blech raus. Dann geh mal her, Dara, dann zeige ich denen, was das gebracht hat, unsere Auffangstation. Und zwar
seht ihr jetzt hier überall das. Wir haben es natürlich oben auf dem Blech, wir müssen ja einmal staubsaugen, aber dafür war die Auffangstation da. Nachdem ihr das Ganze ausgesägt habt und der Rahmen natürlich auch reinpasst, müsst ihr am besten einmal mit einer Metallfeile entlang gehen, damit ihr ja die ganzen überstehenden Kanten an Metall einmal abmacht. Da geht auch noch einiges ab und dann habt ihr einen schönen ordentlichen Übergang, den ihr dann mit Metallschutzlack behandeln könnt. Als nächstes muss mit Bremsenreiniger die Oberfläche und auch die Kanten gereinigt werden. Das nächste, was wir machen, ist, wir benutzen 2-in-1 Metall-Lookspray und sprühen das über die offenen Kanten drüber, damit die nicht anfangen zu rosten. So, wir sind jetzt mit der Vorbereitung soweit abgeschlossen. Wir haben alles mit Bremsenreiniger gereinigt. Genauso haben wir auch den Adapterrahmen nochmal mit Bremsenreiniger gereinigt, damit da auch keine Fettschicht oder Schlappschicht drauf ist und somit ist alles vorbereitet. Eine Sache, die super wichtig ist, dass ihr einmal den Maxfan aufschrauben müsst, also öffnen, damit ihr den quasi gleich installieren könnt, weil es gibt in dem Adapterrahmen eine Metallhalterung und da wird der Maxfan drin eingesetzt. Also ihr dreht hier oben einfach und dann geht das Ganze auch auf. Das zweite, was ihr beachten müsst, ist, dass ihr auf jeden Fall dieses Kabel hier rausnimmt, weil das ist hier so seitlich reingesteckt. Wenn ihr den dann montiert habt und mit Dekas hier schon festsitzen habt, dann kommt ihr sehr schwierig an die Kabel ran. Deswegen holt euch die einmal vorher raus und beim Einsetzen lasst ihr einfach durchhängen. Dann habt ihr später das Problem nicht. Wir sind jetzt gerade dabei, quasi diesen Flansch von dem Maxfan in das Dach reinzubohren bzw. vorzubohren, damit wir wissen, wo die Schrauben hingehen. Der Flansch an sich hat schon so vormarkierte Löcher, wo man dann durchbohren muss. Wir benutzen hier einen 4er Bohrer und gehen quasi direkt durch das Plastik, durch das Metall. Unten steht Lara und staubsaugt, damit das so halbwegs gefangen werden kann. Und genau, das machen wir jetzt alles für die 16 Löcher. Und danach müssen wir es nochmal anbringen. Wir benutzen zum Verdichten die Dekasil-Dichtmasse und haben diese vor der Nutzung mindestens 10 Minuten in heißes Wasser gelegt. Als nächstes wird jetzt die Dichtmasse auf den Adapterrahmen angebracht. Drückt den Rahmen nicht zu doll fest, denn ihr wollt, dass die Dichtmasse noch ein bisschen atmen kann. Als nächstes schrauben wir die Schrauben fest. So, leider hat die Kamera aufgehört aufzuzeichnen, weil die Aufnahme über 26 Minuten war. Aber im letzten Schritt, den ihr jetzt quasi nicht gesehen habt, ist, dass wir den Maxfan eingesetzt haben. Dafür gibt es dann diese Metalleinführungen da. Beachtet, dass der Maxfan auf jeden Fall so rum eingesetzt wird und nicht andersrum, also quasi mit der Luke nach vorne, weil wenn ihr dann fahrt, dann reißt ihr euch das ganze Teil ab. Genau, jetzt haben wir das Ganze eingesetzt. Ihr seht auch hier, das Dekasil ist auf jeden Fall richtig am Rausquillen, ist auch richtig so. Später kann man das ganz einfach abtupfen. Das ist so eine Gummimasse, ich habe es jetzt hier nicht rumliegen, aber die kann man mit sich selbst quasi abtupfen, dann geht das super weg. Und genau, und dann muss man den Maxfan nochmal ordentlich andrücken, um diese Seitenschrauben hier reinzubekommen. Die gingen auf jeden Fall nicht easy rein bei uns. Und wenn ihr das drin habt, dann seid ihr auch fertig. So sieht das schicke Teil aus. Genau, und das ganze Projekt hat uns jetzt 7 Stunden gedauert, also sind wir seit 13 Uhr nachmittags dabei, nur diesen Maxfan anzubauen. Wir schaffen es halt nicht mehr, den Medi-Heki hinten am Heck einzubauen, aber das werden wir das nächste Mal machen. Deswegen bis später. So, liebe Leute, ich bin gerade auf dem Dach von unserem Fahrzeug und der Maxfan ist jetzt 2 Tage ungefähr drauf und es hat auch wirklich nur geschüttet. Er ist zum Glück dicht. Wir haben auf jeden Fall viel zu viel Dekasil benutzt, vor allem im Innenrahmen. Da muss gar kein Dekasil rein, weil das ist ja im Innenrahmen. Aber eine Sache, auf die ihr auf jeden Fall achten muss, ist, dass ihr die ganzen Sägespäne, also so diese Metallsägespäne, dass ihr die alle wegräumt. Boah, ist das hell. Dass ihr die alle wegräumt, denn sonst kriegt ihr hier Flugrost, nennt sich das. Und wir haben leider welches. Hier sieht man das, so kleine Rostpunkte, die dann über die Zeit natürlich größer werden. Und eine andere Sache, die ich empfehle, ist, dass ihr die Schrauben von den Maxfan auf jeden Fall auch noch mit Dekasil abdichtet. Denn wir haben das Problem, dass 2 davon jetzt schon rosten. Und das sind gerade mal 2 Tage vorbei. Also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier, diese Schraube ist auf jeden Fall am Rosten und eine 2. haben wir davon auch. Was wir jetzt machen werden, ist einfach, wir machen das jetzt eben trocken, weil es wird auf jeden Fall heute nochmal wieder regnen. Packen da eben Dekasil drüber
und dann sollte das gut sein. Eine zweite Sache, die mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass ihr das Deka-Seal an den Seiten, wenn es rausgefallen ist, auf jeden Fall mit ein bisschen Spüle und Wasser mal glatt streichen solltet, damit das so eine schöne schräge Kante ergibt. Denn wir haben gerade das Problem, dass wir haben eine flache Kante und dadurch sammelt sich Wasser da drin und natürlich könnte es dann so sein, dass irgendwann mit der Zeit, wenn das bröselig wird von der Sonne und so weiter, dass dann Wasser nach innen geleitet. Deswegen werden wir jetzt so versuchen, das Ganze schräger zu bekommen. Als nächstes bereiten wir den Holzrahmen für unser Mini-Heki vor. Wir haben uns unseren Mini-Heki auf eBay gebraucht gekauft und dementsprechend war der schon mal vorher in einem Wohnmobil eingebaut. Deswegen hat unser Mini-Heki an der Seite ganz viel Dichtmasse drin, die wir jetzt natürlich erstmal rausmachen müssen, weil die können wir da jetzt nicht einfach so drin lassen. Oder zumindest wollen wir es nicht, weil wir uns dann nicht sicher sind, ob hinterher alles dicht sein wird. Das heißt, wir versuchen jetzt, die Dichtmasse rauszumachen, was sich aber unfassbar schwer gestaltet, wenn man das einfach versucht, irgendwie mit einem Schlüssel oder irgendwas rauszukratzen. Deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen im Internet belesen und habe einen Tipp für euch, wenn ihr das gleiche Problem habt wie wir. Ihr könnt nämlich einfach mit einem Akkubohrer entlang der Naht gehen, wo die Dichtmasse ist. Dann legt ihr den da drauf und macht auf einer ganz kleinen Stufe die Geschwindigkeit rein und dann dreht sich die Dichtmasse im Prinzip auf wie auf so einen Dönerspieß. Also es ist nicht perfekt, aber es funktioniert wesentlich, wesentlich besser und schneller und so braucht ihr keine irgendwelche Chemikalien dafür nutzen, sondern könnt das ganz einfach aufrollen. Wenn ihr den Holzrahmen fertig geklebt habt und dieser getrocknet ist, dann solltet ihr euch auf jeden Fall einzeichnen, an welcher Stelle dieser positioniert wird, damit ihr den nicht falsch rum einklebt. Also Leute, wir haben jetzt den Rahmen fertig geklebt. Der hat jetzt, ich glaube mal, eine Stunde getrocknet. Jetzt ist er fertig. Und wir haben zwei verschiedene Holzstärken benutzt. Einmal haben wir 24 mm benutzt und einmal 28 mm. Der Grund dafür ist, weil wir hier diese Sicken haben. Wenn wir überall die gleiche Holzstärke nehmen, dann haben wir da einfach Luft zwischen. Also dann liegt das nicht richtig auf. Und deswegen, wie ihr das so ganz vage sehen könnt, ist nicht viel. Hier an der Ecke sieht man es ganz gut. Kann man den jetzt so schön hier ansetzen. Und dann liegt er ja ziemlich gut auf. Also jetzt ist das ebenbürtig mit der Decke. Man könnte vielleicht sogar ein bisschen mehr nehmen, vielleicht 30 mm würde besser passen, aber das hatte unser Baumarkt jetzt nicht, deswegen haben wir 28 mm genommen und das passt auch. Um die restlichen Sicken hier auszugleichen, werden wir dann ein Stück Armaflex nehmen, damit das komplett ebenbürtig ist und dann kleben wir das auch an und dann geht es endlich ans Loch. Zuerst wird alles mit Bremsenreiniger gereinigt. Das Schöne ist dieser Adapterrahmen. Wenn ihr euch den hier kauft, dann passt er direkt in die Sicken rein. Dann könnt ihr auch jetzt nicht nach links und rechts verrutschen. Ihr könnt nur nach vorne oder hinten rutschen. Und die passen genau in die Sicken rein. Das Schöne ist auch noch, dass wir nicht von innen abmessen müssen, wie wir jetzt, dass wir vorbohren müssen und dann uns hier mit Tesafilm das abkleben und rätseln, ob wir jetzt genau in der richtigen Position sind. Sondern wir können hier einfach den Adapterrahmen auflegen, machen die Markierungen und dann wissen wir auch schon direkt, wo wir sägen müssen und können auch eigentlich direkt loslegen. Nicht, dass ihr denkt, dass ich gar nichts mache. Ich habe einen ganz wichtigen Part, nämlich das Reichen von Materialien und alles Mögliche vom Anhalten und so weiter. Das ist einfach nicht ganz so leicht, wenn man nur zu zweit ist. Aber der Marc macht das alles richtig gut und er zeichnet jetzt gerade auch schon alles ein. Ein ganz wichtiger Tipp, den wir euch sagen, ihr werdet diesen Adapterrahmen bestellen müssen. Wenn ihr dann auf Amazon geht, dann werdet ihr wahrscheinlich einen Adapterrahmen finden, der 52 Euro kostet, was total überteuert ist. Und das Fiese ist, es ist genau der gleiche Adapterrahmen, den wir jetzt hier vorliegen haben, der 37 Euro kostet. Also da macht sich einfach jemand das zunutze, weil er die Sachen einfach richtig ausformuliert hat und die Leute, die diesen Rahmen verkaufen, haben es einfach nicht richtig bezeichnet und kriegen auch nicht so viele Verkäufe dadurch. Wir verlinken euch das auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung mal. Der Rahmen heißt MPK. Zum Einbauen der Löcher benutzen wir wieder einen 4 mm Bohrer und dann bauen wir mit einem 9 mm Bohrer nach. Anhand der Bohrlöcher kann ich nun genau sehen, wo die Auffangstation hin soll. Jetzt kann Marc mit der Stichsäge den Ausschnitt ausschneiden.
wenn ihr fertig seid mit dem Sägen, macht nicht den Fehler wie wir am Anfang, räumt Stichsäge, räumt alles weg und dann merkt ihr, die Dinger passen gar nicht. So, wir setzen jetzt erstmal den Adapterrahmen an. So, der passt eigentlich schön bündig, okay, vielleicht einen Millimeter zu viel. Aber dann müsste der auch perfekt reinpassen. Und er passt. Passt. Das Loch ist jetzt drin. Wir haben das Ganze mit Bremsenreiniger gereinigt und Metallschutzlack aufgetragen. Und jetzt geht es daran, den Holzrahmen anzubringen. Und da wir jetzt hier oben diese Sicken haben, müssen wir die ausgleichen, da wir ansonsten hier offene Löcher hätten, wenn wir jetzt den Holzrahmen einfach nur dran machen, also dran kleben. Das heißt, diese Löcher werden wir jetzt mit Amaflex 9 mm ausgleichen. Und jede Sicke ist 8,5 cm breit und 5 cm lang. Wie die Wickel-Lara gesagt hat, kommen alle da in die Zwischen. Räume, die sind alle selbstklebend und dann kommt da der Holzrahmen drauf mit dem Kleber. Das Ganze ist jetzt fertig und sieht so aus. Hier haben wir jetzt Amaflex zwischen und das Ganze gleicht dann quasi diesen Abstand ordentlich aus. Marc ist jetzt auf jeden Fall dabei, hier einmal den Kleber, den wir euch auch unter dem Video verlinken, auf den Holzrahmen aufzutragen. Und vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere von euch, warum wir den Kleber diesmal auftragen, also warum wir den Holzrahmen ankleben und nicht wie beim letzten Mal, wie beim Max-Fan, einfach nur, ja, dass der dran gebohrt wird. Und das hat den ganz einfachen Grund, dass bei dem Max-Fan die Schrauben direkt durch das Blech durch in den Holzrahmen reingingen und beim Mini-Heki ist das Ganze nämlich ganz anders. Da gehen die Schrauben durch die Haube direkt in das Plastik, in den Rahmen, der von unten eingesetzt wird, aber nicht in das Holz. Das Holz ist nur ein Zwischenstück, damit das Ganze da reinpasst im Endeffekt. Deswegen hat das Holzstück, der Rahmen, hat an sich keinen eigenen Halt und muss deswegen angeklebt werden. Der Holzrahmen ist jetzt drin. Wir haben den angeklebt und jetzt mit diesen Schraubzwingen einmal befestigt. Wir haben 3 Stück genommen, weil wir nur 3 Stück haben. Das sollte aber auf jeden Fall reichen. Die sollen nicht zu fest befestigt werden, damit einfach ja, der Kleber also nicht jetzt komplett rausquillt oder so. Und dann müsst ihr einmal darauf achten, dass ihr diese Schraubzwingen, dass ihr die nur da befestigt, wo das Blech auf jeden Fall glatt ist und nicht bei diesen Sicken, denn ansonsten könnte es halt einfach dazu führen, dass ihr das Blech irgendwie eindrückt und das wollt ihr halt nicht. Und ein weiterer Tipp von uns ist, dass ihr unter diese Schraubzwingen auf jeden Fall was drunter legt, damit ihr mit den Schraubzwingen nicht das Metall beschädigt. Das kann nämlich passieren, wenn ihr das dann andreht, dass ihr damit eventuell die Metalloberfläche, den Lack beschädigt und das wollt ihr natürlich nicht, weil das könnte wieder zu Rost führen. Das heißt, wir haben uns jetzt einfach sowas mit Schaumstoff drunter gelegt, damit genau das nicht passiert. So, jetzt wo der Rahmen angeklebt ist und der jetzt auch getrocknet ist, müsst ihr einmal abmessen, wie breit die breiteste Stelle vom Rahmen ist. Also einfach einmal dranhalten. Bei uns waren das jetzt irgendwie 35 mm. Dann müsst ihr nämlich auf der Tabelle einmal schauen, ob ihr unter Umständen euer Plastik ein bisschen kürzen müsst, damit die Schrauben ineinander greifen. Also in unserem Fall ist das nicht so. Wir müssen die nicht kürzen. Und ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass wenn ihr das genauso macht und ihr einen Fiat Ducato, Peugeot Boxer oder Citroën Jumper habt, dass ihr das ebenfalls nicht kürzen müsst. Und dass es einfach so ineinander greift, habt ihr aber ein anderes Auto, müsst ihr euch eben in der Tabelle anschauen, ob ihr ja diese Plastikteile kürzen müsst. Der Holzrahmen klebt jetzt fest und wir haben gerade einmal von oben die Haube draufgesetzt mit dem Adapterrahmen und dann haben wir von unten einmal den zweiten Rahmen dran gemacht, um zu schauen, ob das alles ja aufeinander passt. Dann haben wir auch eine Schraube schon mal einmal provisorisch reingedreht, einfach nur um zu schauen, ob gleich alles passt. Wenn wir jetzt gleich den Dekassier rausholen, die Dichtmasse und dann damit arbeiten, damit wir da keinen Stress haben, dass gleich irgendwas nicht aufeinander passt. Und da passt alles, also sieht alles gut aus. Bislang läuft es wirklich gut. Toi, 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 dass es jetzt auch so weitergeht. Und dann
ist das Fenster gleich drin. Also holen wir jetzt die Dekasil-Dichtmasse raus und dann wird der ganze Rahmen da oben befestigt. Wie immer, Leute, einmal mit Bremsenreiniger entfetten und entstauben, damit der Kleber auch die Dichtmasse richtig hält. Schrauben angezogen werden. Toll, so sieht das aus, so ist fertig. Wir sind fertig oder Marc ist fertig und unsere Mini-Heki ist ebenfalls fertig. Und dann wird das Rollo einfach nur so da dran geklipst und dann war es das auch schon. Also wir machen das nicht jetzt, weil wir müssen das Fenster noch einmal sauber machen. Und das wird natürlich auch noch verkleidet, bevor es ankommt. Genau, aber ihr seht, hier drin sind so Clips, die kommen dann einfach hier in diese Zwischenräume und dann haben wir das. Das ist es. Rollo und Fliegengitter. Und wir können es selber kaum glauben, aber das war wirklich das erste Mal, dass das alles jetzt irgendwie gut lief und wir keine großen Zwischenfälle hatten und es hat einfach funktioniert. Also ich denke mal, wenn es nicht ständig geregnet hätte und wir jetzt nicht darauf warten müssen, dass eine Stunde lang der Kleber trocknet, wären wir in 1 bis 2 Stunden fertig gewesen. 1 bis 2 Stunden fertig gewesen. Nice. Good job. Und wir sind wieder auf dem Dach, weil wir jetzt einen Mikrohickey einbauen wollen. Und das wollen wir in unser Badezimmer einbauen, nämlich in die Dusche, damit man immer, wenn man geduscht hat, quasi das Fenster aufmachen kann und ja, durchlüften kann. Deswegen haben wir aber jetzt auch ein gewisses Problem, da die Dusche bei uns direkt hinter dem Fahrersitz ist. Denn jetzt haben wir diese Sicken oben, wo der Adapterrahmen drauf soll. Der passt jetzt aber nicht genau, weil die Sicken da etwas anders sind. Und ja, die Position ist nicht direkt dafür vorgesehen für diesen Adapterrahmen. Das heißt, wir müssen diesen jetzt erst einmal zuschneiden, damit dann hinterher ja, der Adapterrahmen richtig reinpasst. Über dem Kreppband könnt ihr nun eure Schnittfläche einzeichnen. Jetzt werden wieder die Löcher vorgebohrt. Wie immer bohren wir jetzt mit dem 9mm Bohraufsatz nach. Und das Blech kann jetzt ausgeschnitten werden. Im Anschluss wird das Dach ordentlich gereinigt, um Flugrost zu vermeiden, das durch die Metallspäne entsteht. Jetzt schauen wir einmal, ob alles auch passt. Die Fläche wird jetzt wieder mit der Metallfeile abgefeilt. Im Anschluss nochmal alles saugen, Bremsenreiniger auftragen, alles reinigen und mit Metallschutzlack alles versiegeln. Also dadurch, dass wir hier diese unterschiedlichen Sicken haben, haben wir halt unterschiedliche Höhen. Und der Holzrahmen liegt dann nicht direkt auf. Also da sind halt Unterschiedsbeträge. Und die füllen wir aus mit Amaflex. Und das gleiche haben wir hinten beim Mini-Heki auch schon gemacht. Und das machen wir jetzt hier ganz genau gleich. Nur, dass hier natürlich unterschiedlich große Amaflex-Stücke benötigt werden, um das Ganze auszufüllen. Und das ist ja selbstklebend. Das heißt, man zieht hier einfach die Folie ab und dann hält das bombenfest und das wird dann darunter geklebt. Jetzt kann der Holzrahmen wieder festgeklebt werden. Und so sieht das Ganze aus. Es hat uns echt ganze 3 Tage gedauert, die zu verbauen. Aber mit jedem einzelnen Fenster wurde es auch einfacher.
Ja, das auf jeden Fall. Bei dem letzten, bei dem kleinsten, was ist das? Das Mikro. Mini, das Mikro-Hickey. Da musstet ihr, also müsst ihr einmal darauf achten, dass ihr den Adapterrahmen zuschneidet. Das ist ganz wichtig. Und ansonsten war eigentlich alles relativ einfach. Nicht zu viel Dekassier benutzen, das ist unser Learning, aber auch auf jeden Fall nicht zu wenig. Im Zweifelsfall genau. Wahrscheinlich lieber ein bisschen mehr, damit es nicht beim undicht ersten ist. Haben wir einfach viel zu viel Dekassier drauf getan und danach hatten wir so den Dreh raus. Genau. Schreibt uns auf jeden Fall auf Instagram, dann schicken wir euch den Link zu diesem anderen Adapterrahmen, der viel günstiger ist als der überall empfohlen wird. Und es ist tatsächlich sogar der genau gleiche. Der wird einfach nur schlechter vermarktet oder beschrieben oder was weiß ich. Generell erreicht ihr uns auf Instagram eigentlich am besten in unseren DMs. Da gehen wir nämlich jeden Tag rein und dann können wir euch auch gerne alle Produkte schicken, die wir genutzt haben für den heutigen Ausbau von den Fenstern. Und ja, danke, dass ihr dabei seid. Lasst uns gerne einen Kommentar da. Abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bye. Teilsäge einmal am Rand entlang gehen. Pfeile. Eine Säge ist was anderes. Die Kartuschenpresse, lag die nicht im Auto? Kannst du mir nochmal den Bremsenreiniger geben? Was stöhnst du so? Beim Verdichten ist einfach mehr als mehr. Okay. Mehr Dichtmittel gleich mehr Dicht. Dichtigkeit. Mehr Dichtmittel gleich mehr Dicht. Der. Alter. Warum werde ich jetzt denn hier von der Webcam? Schraub. Was? Was ist ein Experiment? Experiment.